Ja, moin moin und Mädel, meine lieben Freunde. Es ist wirklich unglaublich, ihr seid der Wahnsinn. 5000 Abos nach knapp einem Monat nach meinem ersten Video. Einfach unglaublich. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die ganzen Likes, die Kommentare und den generellen Support. Ich freue mich wirklich, dass ihr meine ruhige und eher sachliche, nüchterne Art honoriert. Als ich vor einem Monat mit den Videos begann, dachte ich noch, wahrscheinlich will niemand die Schlaftablette Ofenkäse hören, aber euer Zuspruch hat mir gezeigt, dass es euch gefällt und daher macht es mir auch wirklich jeden Tag Spaß, für euch neue Videos zu bringen. Heute zum Abo-Special habe ich mir den Wunsch vorgenommen, der am meisten vorkam in der letzten Zeit. Und das ist der Geburtstags-Meltdown von unserem Rainer. Ihr kennt das Video sicherlich, als er an seinem 30. Geburtstag am 2.8.2019 im Stream geheult hat und damit für einen der ikonischsten Momente im Game gesorgt hat. Wir schauen ihn uns gemeinsam an und ich werde wie immer meinen Senf dazugeben, allerdings vielleicht nicht, wie es sich mancher erhofft, mit dem Fingerzeigen nach dem Motto, haha, er flennt wie ein kleines Kind, sondern ich werde das versuchen, ein wenig von der psychologischen Seite zu betrachten und das auch zu bewerten. Natürlich bin ich kein Psychologe und ich bin auch nicht im medizinischen Bereich tätig, das ist nur meine Meinung und erhebt auch nicht den Anspruch auf absolute Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wie ich immer sage, hört euch einfach meine Meinung an und dann macht ihr euch eure eigene Meinung. Diesen Ausschnitt habe ich vom guten Rendern hochladen, den ihr auf jeden Fall unterstützen solltet. Er hat auf seinem Kanal eine ganze Menge an wirklich guten Ausschnitten bzw. ganzen Streams, alle bewertet mit einer Punkteskala von 0 bis 10, die einem zeigt, wie viel Matt in diesem Video vorkommt. Einfach eine tolle Datenbank der letzten Jahre und dafür sollte man ihn auf jeden Fall unterstützen. Von meiner Seite aus geht auf jeden Fall ganz viel Liebe an Rendern hochladen für seine krasse Arbeit, die er seit Jahren macht. Okay, dann gehen wir mal rein ins Video und fangen an. Also ganz im Ernst, Leute, ihr unterschätzt das immer. Ihr unterschätzt das immer. Vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für dein Dasein und vielen Dank vor allem für alles, du Wahnsinnige. Dominiere das Game und spiele mit Masken. Für eure Unterstützung, ihr Wahnsinnigen, ihr Wahnsinnigen. Also wenn ich die Zahncouch sehe, bekomme ich einen richtigen Nostalgie-Flashback. Auch sehr schön zu sehen, dass natürlich überall die guten Jahr-Produkte rumstehen. Dazu das Waschbecken, die Kaffeemaschine, alles vorhanden. So. Noch schnell die Aufnahmen von Musikvideos sichern. Dann kann ich die nächsten Tage mit dem Musikvideo anfangen. Es gibt übrigens schon ein Lyrics-Video. Wer sich für die Lyrik interessiert, habe ich gerade hochgeladen. Ist mittlerweile schon veröffentlicht. Oder sollte es mittlerweile... Es ist mittlerweile schon frei, ja. Wer so will, kann da mal reinschauen. Machen wir nochmal das Ganze... Das, was ich jetzt hier abspiele, ist direkt das Lyrics-Video. Das heißt, das ist genau das Original, was ihr auch auf meinem Kanal auf YouTube findet. Was mir hier so im Nachhinein auch wieder auffällt, ist, dass er seinen Fans Lyrics vorstellt in einem Video, darüber redet, dass er in den nächsten Tagen ein Musikvideo machen will, seinen Fans das Video nochmal vorspielt im Stream. Das wirkt mir alles heute ein wenig surreal, wenn man den Rainer sieht, der sich da wenigstens noch etwas Mühe gegeben hat, um seinen Content hervorzubringen. Wenn ich das mit heute vergleiche, würde wahrscheinlich bezüglich der Musik nur der Kommentar kommen. Sind wir dabei, aber hat noch keine Zeit. Ihr braucht auch nicht immer Fragen. Ich sag euch Bescheid, wenn es fertig ist. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank für dein Dasein. Vielen Dank vor allem für alles, du Wahnsinnige. So, noch einmal. Ich feiere den Song gerade. Ich glaube, das wird so fast ziemlich der beste von uns. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank für dein Dasein. Außerdem brauche ich die Inspiration gerade für mein Video. Ach, die gute Haterfliege ist auch am Start. Was wäre ein Video im Sommer ohne Fliegen, die Rainer stören? Ich kann für Rainer auch nur hoffen, dass er bis zum Sommer aus der Schanze raus ist. Ich habe gerade ein Video über die ersten Prognosen zum Wetter für Frühjahr und Sommer 2022 gesehen und scheinbar wird es wohl eher wieder viel zu warm als zu regnerisch. Wenn wir also einen richtig schönen warmen Sommer bekommen und die Fliegen aus einem Umkreis von 50 Kilometern an den Altschauerberg gezogen kommen, kann ich nur hoffen, dass er bis dahin nicht mehr auf diesem Grundstück wohnt. Ich möchte nicht wissen, wie es da in diesem Sommer stinken muss, mit der ganzen Eiweiß auf der Fassade, die nicht mehr abgemacht wurde und Rainer hat ja eh seit einem halben Jahr nicht mehr aufgeräumt. Und dann stellt euch mal vor, die liebe Sonne scheint mit 35 Grad auf diese eiweißdurchtränkte Hauswand. Ja, die Fliegen werden ein Fest feiern. Kein Lülülü, heute nur Real Rap mit Fakten.
Er scheint mir hier auch am Anfang richtig gut drauf zu sein. Er freut sich über ein neues Stück, da ist es umso krasser, was gleich noch passiert. Ich finde es erstaunlich, dass sich die Stimmung in so kurzer Zeit wandeln kann. Ich habe früher immer gedacht, das liegt bestimmt an irgendeiner bipolaren Störung, also einer manisch-depressiven Krankheit, in der er immer andere Phasen durchläuft. Aber ich habe mal gelesen, dass bei dieser Krankheit man diese Phasen immer über einen längeren Zeitraum hat. Also eine Woche so, dann wieder zwei Wochen so. Dass man innerhalb von kürzester Zeit in Phase 1 und dann wieder in Phase 2 springt, ist kein Anzeichen für eine bipolare Störung. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Rainer so eine Art Borderline hat, indem er sich zwar nicht selbst verletzt, aber sein Geschrei braucht, um diese Spannungszustände im Körper abzubauen. Allerdings gibt es auch einige Punkte, die gegen Borderline sprechen würden. Ich bin ja auch kein Arzt. Es ist nur etwas, was eher passen würde als diese bipolare Störung. Aber egal, lass uns mal weiterschauen. Wenn wir schon dabei sind, spielen wir noch ein paar andere Lieder. Metal, Leute. Ansonsten werden wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Ich hab uns zu und mache Sport regelmäßig. Hat sich gerade in den Kommentaren, habe ich gesehen, jemand darüber gewundert, warum ich keinen Metal mache, sondern eher so R&B, Techno, Elektro, Gedöns, ja, R&B weniger, aber eher so Hip-Hop-Sachen technisches. Wir haben auch ein wenig stärkere Songs. Mit Metal hat Rainer auch im Grunde überhaupt nichts mehr am Hut. Wie lange es wirklich her ist, jetzt in 2022, dass er mal was mit Metal gemacht hat, ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass sein ganzes Leben früher darauf aufgebaut war. Wir hatten zum Beispiel den hier, der ist ein bisschen rockiger. Das ist jetzt meine Stärke, also der Song heißt so. Ich halte es kaum noch aus hier. So, und nun sind Besucher vor seinem Haus und Rainer bewegt sich raus und die Stimmung kippt. Rainer lässt auch gleich gut was vom Stapel, wie fast immer, und irgendwie finde ich das auch wieder erstaunlich. Ich habe gerade an das Video gedacht mit dem, was zitterst denn so? Da ist er ja auch rausgewongelt und hat mit ruhiger und bestimmter Art gesagt, dass die Leute abhauen sollen. Er stand erst ruhig an seiner Hauswand mit einer Kippe, geht dann an den Zaun, lässt ein, zwei Sprüche fallen, aber redet und schreit nicht und steht dann einfach ruhig da, wenn die Besucher nichts machen. Da frage ich mich halt, was ist der Ausschlag dafür, ob er so ruhig da zum Zaun geht oder ob er rausstürmt und sofort am Schreien ist, wie in diesem Meltdown-Video. Jemand, der die Videos nicht kennt, hätte wahrscheinlich eher erwartet, dass er gerade in diesem jetzigen Video hier die ruhige Variante auspackt, weil er gerade ja noch so gut gelaunt war und über die Musik und so weiter gesprochen hat. Aber er geht jetzt in die Vollen. Halt deine Fresse, interessiert mich nicht. Packt euren hässlichen Arsch in euer hässliches Auto und fahrt damit, wie ihr herkommt, ihr Affektion. Mich interessiert nicht, was du willst. Mich interessiert nie, was ihr wollt. Mich interessiert, was ich will, auf meinem Grundstück, in dem Dorf, in dem ich lebe und aufgewachsen bin. Im Gegensatz zu mir, so die Kinder sind verfilmt. Die Bullen sind nämlich echt scharf. Und ich versuche zu bezweifeln, dass ihr darauf scharf seid. Halt deine Fresse, du hässlicher Bastard. Schaut, dass ihr Land gewinnt, euer Kennzeichen hab ich und ihr grünt mich mal, Alter. Schaut, dass ihr euch verfilmt, ihr Drecksäcke, Alter. Immer hierher kommen, immer asozial sein. Wenn ihr keinen Job habt, Alter, dann sucht ihr einen. Offensichtlich hast du ja keine Logik-Uhrzeit, ihr Rumeier. Halt dein Maul. Ja, hallo. Hier sind wieder so drei Typen, die nur rumschreien. Winkler, wer sonst? Wisst ihr, ihr hässlichen Bastard, ihr kommt aus Österreich oder aus der Schweiz bis hierher, ihr Asozial. Und ihr wollt mir was erzählen, von wie man sich nicht benimmt? Also lieber nicht besser, versucht dann das Rücken zu an sich ernehmen. Und geht von meinem Grundstück wieder und selbst sagt, ich kümmere euch, weil ihr hier asozial seid. Ich film euch, weil ihr hier lang gefahren habt und ich film euch, weil ihr euch ein Stück Scheiße verhandelt. Und jetzt verpisst euch und geht von meinem Grundstück wieder, bevor ich mich um der Blöde und blöder Wichser. Und die Stimmung kippt weiter, nachdem er bei der Polizei angerufen hat. Halt dein Maul! Was hier was ist, sagst du bestimmt nicht an! Nie und nimmer sagst du das hier an! Also halt dein Maul! Sie kommt hierher, ihr wollt mich jedes Mal ausrasten sehen! Was habt ihr, Hurensöhne, davon? Auch interessant, er sagt selber, ihr kommt hier jedes Mal hin und wollt mich ausrasten sehen. Er weiß ganz genau, warum die Leute vor seinem Tor stehen und ihn provozieren, aber er kann trotzdem nicht an sich halten und einfach ruhig sein. Er weiß, dass sie ihn nur tanzen sehen wollen, aber Emotionen gewinnen gegen Verstand und es eskaliert immer weiter. Was seid ihr also? Menschen seid ihr nicht? Menschlich seid ihr nicht? Ihr lacht darüber, was habt ihr im Kopf, Alter? Ihr wollt Studenten sein und seid ein Stück Scheiße! Wenn du wirklich so intelligent sein solltest, dann benenn dich auch so! Dann versuch einfach mal dein Leben nicht vernünftig
Ich finde es auch irgendwie interessant, dass Rainer seinen Monolog hält von wegen, ihr seid nichts wert, wenn ihr mich belästigt. Und sobald ein Satz von der anderen Seite kommt, lässt er keine Argumentation mehr zu, sondern blockt gleich ab nach dem Motto, nur ich darf reden, ihr nicht. Wahrscheinlich liegt es am Emotionsausbruch, dass er noch so Spannung im Körper hat und einfach alles rausschreien muss, egal was da kommt. Er ist im Moment nicht in der Lage zuzuhören. Da könnte nun auch die Polizei ankommen und ihn was fragen. Er ist jetzt in dem Stadium, in dem er erstmal nicht mehr zu bremsen ist und nur noch rumschreien muss. Kein Mensch hat zu dir was gesagt, dass du tanzen sollst. Halt dein Maul! Junge, wenn du es denn aufhörst, die Schnauze aufzureißen und wenn du denn aufhörst, mich zuzutexten mit Sachen, die nur Scheiße sind, dann komm ich raus, dann zeige ich dir, was unfreundlich ist. Also halt dein Maul! Halt einfach deine Fresse! Geh in deine Kacke, wo du herkommst und dann steh da auch so auf von mir aus. Stell dich vor euren Bus und lass dich überfahren. Das wäre ein Lied der ganzen Menschheit. Weil so Abschaum wie euch brauchen wir nicht. Ihr Menschen seid der Grund dafür, dass es so viel Scheiße auf der Welt gibt. Irgendwo geht irgendeiner auf die Eier. Daraus entsteht wieder mehr Hass und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann kommt Krieg, du blöder Drecksack. Okay, auch eine sehr eigenwillige Definition, wie ein Krieg ausbrechen kann. Meist wird Krieg ja zum Glück vermieden, weil man auf diplomatischem Wege eine Einigung erzielt, mit der beide Seiten leben können. Man sieht ja aber an Rainer, dass Diplomatie nicht seine Stärke ist. Es gibt seine Meinung und sonst keine. Das war wahrscheinlich ein Fenster oder eine Scheibe, die kaputt gegangen sind. Er hat gesagt, wenn ich nochmal rauskommen muss, bist du tot, Junge. Daraus schließe ich, er war am Fenster oder an einer Tür und als er diese zugeschlagen hat, ist die Scheibe darin kaputt gegangen. In dieser Situation, wo Rainer sowieso auf 180 ist, kann sowas wirklich ein Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wahrscheinlich werden die Besucher sich darüber auch noch köstlich amüsiert haben und Rainer wird das mitbekommen haben. Das heizt die Stimmung natürlich nochmal weiter auf. Aufgrund des Halls ist er nun scheinbar draußen auf dem Hof. Wir hören, dass noch mehr kaputt geht oder irgendwelche Sachen geschmissen werden. Ich schätze, da Rainer einfach weiterschreit und nicht unterbricht, können wir davon ausgehen, dass die Sachen von ihm kommen. Noch mehr geht kaputt, das hörte sich auch stark nach Glas an. Es könnte nun auch eine weitere Fensterscheibe gewesen sein, was das Aggressionslevel so langsam in den roten Bereich steigen lässt. All diese Scheiße müsst ihr dann zahlen, wenn ihr Idioten das hier wärt! Anstatt nur dumm zu schauen, könnte man mal die Bullen rufen. Aber das muss ja auch immer ich machen. Hat einer von euch dreimal die Cops gerufen? Oder muss ich das wieder selber machen? Ihr beschwert euch über mich, aber ruft selber in die Cops, ey. Ohne Scheiß. Hab ich auch nicht behauptet.
Hier hat er nun scheinbar seine Nachbarn angeschnauzt, da sie sich nicht einmischen und etwas gegen die Besucher unternehmen. Die Rolle der Nachbarn ist sowieso extrem schwierig in meinen Augen im gesamten Game. Einerseits denkt man immer, das Dorf sollte mal zusammenstehen und einheitlich gegen Rainer vorgehen. Wenn er schreit, Anzeige. Wenn er Sachen auf die Straße wirft, Anzeige. Und so weiter und so weiter. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass die Dorfbewohner, die meist schon ein hohes Alter haben, sich nicht mit Rainer oder den Besuchern anlegen möchten. Ich habe mir schon mal überlegt, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in diesem Dorf wohnen würde. Ich glaube, ich würde Rainer das Leben zur Hölle machen, mit allem, was der Rechtsstaat zulässt. Vor allem, weil man ja sieht, es geht jahrelang so weiter und wird extremer. Ich fand es auch zum Beispiel komplett richtig, dass es Leute gab, die Rainer den Verdienstausfall am Schanzenfest in Rechnung gestellt haben, weil das Dorf abgeriegelt war und sie nicht zur Arbeit konnten, weil Rainer mit seinen Videos und Provokationen weitermachen musste. Es ist ja immer leicht gesagt, ich würde das so machen, wenn ich hier auf meinem Stuhl vorm PC sitze, aber ich würde mir definitiv nicht zig Jahre lang dieses Geschrei Tag für Tag geben und einfach nur die Füße stillhalten und hoffen, dass es besser wird von alleine. Und wenn ich das Büro des Bürgermeisters belagern müsste oder das vom Abgeordneten für meinen Kreis oder. Wir müssen schauen, dass wir einen frei machen. Das hier habe ich nach mehrmaligen Hören immer noch nicht verstanden. Müssen einfach mal frei machen? Wenn ihr es verstanden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass die Polizei irgendwas gesagt hat wie: Im Moment sind keine Wagen frei, aber es kommt schnellstmöglich jemand vorbei. Ich würde wen leiser machen im Stream für euch. Also ihr solltet leiser machen. Angeblich sind Zivilkräfte vor meinem Haus. Wenn das Zivilkräfte sind, was ist dann die Polizei, Alter? Angeblich sind Zivilkräfte vor meinem Haus? Wenn das Zivilkräfte sind, was ist dann die Polizei, Alter? Durch den Satz blicke ich auch nicht durch. Ich schätze, die Polizei wird ihm mitgeteilt haben, dass Zivilkräfte in Altschauerberg sind und er regt sich nun auf, dass er die nicht sieht und scheinbar niemand außer die Besucher da sind. Oder dass die Zivilkräfte nichts unternehmen, weil die Besucher vielleicht nur rumstehen und noch keine Straftat begangen haben. Vielleicht kann sich das jemand besser zusammenreimen und mir mal wiedergeben. Keine Ahnung, was er meint mit: Was ist denn die Polizei, Alter? Vor meinem Haus ist ein Scheißdreck. Die Bullen unternehmen einen Scheiß gegen diese Idioten. Wofür zahle ich eigentlich meine verfickten Steuern? Wir wissen ja seit dem Gerichtstermin, dass Rainer seine Steuern in den USA bezahlt, zumindest glaubt er das. Das hat ja sein Bewährungshelfer in dem Bericht ausgeführt, von daher wäre ich an Rainers Stelle nicht ganz so laut bei diesem Thema. Aber im Moment ist dieser kritische Punkt halt erreicht, der Mund ist klein und die Zähne gehen schon fast gar nicht mehr auseinander beim Reden. So sehr beißt er schon den Kiefer zusammen vor Wut, wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät, um den Zusammenbruch zu vermeiden. Die sind so knapp davor, dass ich meine Beherrschung endgültig verliere. Dieses Kopfneigen zur Seite hat mich schon immer in diesem Video fasziniert. Ich bin natürlich selber auch schon mal ausgerastet, obwohl ich ehrlich gesagt ein sehr nüchterner und emotionsloser Mensch bin. Wahrscheinlich mögt ihr ja deswegen meine unemotionalen Videos. Aber wie jeder andere rastet man auch mal aus, selten, aber es passiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, mal so in Wut versunken zu sein, dass ich meine Körperreaktion nicht mehr steuern konnte. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das mal bei jemand anderen gesehen habe und am ehesten fällt mir da ein ehemaliger Kollege ein, der Choleriker war. Wenn der mal richtig steil gegangen ist, hat auch der Kopf gezittert beim Schreien und Rumbrüllen. Aber da musste man ihn schon genau anschauen. Hier bei Rainer ist es ja so, dass wirklich der ganze Kopf sich umgeschätzt 45 bis 60 Grad zur Seite neigt. Das sind dann schon fast eher Ticks, würde ich sagen, die natürlich auch alles sein könnten. Von daher wage ich hier auch keine Prognose, aber ich finde es schon sehr auffällig, dass man sich so in seine Wut reinsteigert, dass man den eigenen Körper nicht mehr unter Kontrolle hat. Seit 6 beschissenen Jahren sage ich, die sollen ihren verfickten hässlichen Arsch hochkriegen und was gegen diese Idioten unternehmen. Nichts ist passiert. Hüter des Gesetzes. Für den Arsch. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen unternimmt jeder einen Scheißdreck. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch bei denen anrufe. Wenn die keinen Bock auf ihren Job haben, sollen sie sich einen anderen suchen. Das zeigt auch wieder Rainers Einstellung zur Polizei. Er ist für diese Situation verantwortlich, dass Leute durch seine Provokation vor der Tür stehen. Aber anstatt zu sagen, ich muss etwas ändern, damit sich die Situation ändert, regt er sich über die Polizei auf, die nicht schnell genug da ist. Er ist sich einfach keiner Schuld bewusst und redet sich so oft ein, dass er zu 100% richtig liegt, er nichts falsch macht und alle anderen für die Probleme in seinem Leben verantwortlich sind. Hier zum Beispiel die Polizei, die für ihn nicht schnell genug da ist. Das ist der klassische Narzisst.
Narzissten können keine Einsicht zeigen, dass ihr Verhalten Probleme erzeugt, sondern sind immer nur davon überzeugt, wie großartig sie sind und dass die anderen Menschen um sie herum die Fehler begehen. Das ist ja auch nichts Neues bei Rainer, das wissen wir ja auch schon länger. Ich persönlich finde es aber erstaunlich, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Und dieses Video ist ja auch schon 2,5 Jahre her. Auch heute sind es alle anderen, die schuld sind und Rainer ist derjenige, der unfair behandelt wird von den Besuchern, der Polizei oder wie zuletzt vorm Gericht. Er ist der Meinung, er verteidigt sich nur, eigene Fehler gibt es nicht und die Staatsanwaltschaft ist quasi ein Hater. Und daran wird sich bei Rainer auch nichts mehr ändern, wenn er nicht selbst zu der Einsicht kommt, dass er psychologische Hilfe auf diesem Gebiet braucht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der einzige Grund, warum ich gerade so extrem angepisst bin, ist, dass ich überhaupt nicht mehr schuppelieren will. Ich musste hier auch 2-mal hinhören, was er jetzt gesagt hat. Der einzige Grund, warum ich gerade so extrem angepisst bin, ist, dass ich überhaupt nicht die Beherrschung verlieren will. Das ist eine Aussage, die ich in dieser Situation nicht erwartet hätte, wenn ich das zum ersten Mal jetzt gesehen hätte. In ihm ist immer noch dieser Kampf zwischen Abreagieren und Nervenzusammenbruch und wir wissen ja alle, wie es endet. Aber dass er versucht, die Wut zu unterdrücken, ist eigentlich genau der falsche Weg, denn es bringt nichts, die Wut zu unterdrücken. Er fängt dadurch an zu weinen und das ist eine körperliche Funktion bei Menschen, Kleinkinder mal ausgenommen, die daher kommt, dass der Körper damit versucht, dass man tiefere Atemzüge nimmt und dadurch der Herzschlag sich reguliert und man dadurch die Wut runterschraubt. Wuttränen sind also hilfreich, um die Wut zu bewältigen aus rein biologischer Sicht. Im Normalfall kannst du es auch nicht aufhalten, wenn du aus Wut weinst. Und wir wissen ja, Rainer kann es auch nicht aufhalten. Daher ist es bei extremer Wut besser für den Körper zu weinen, als die Wut zu unterdrücken. Ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhören. Der Kopf ist in extremer Schieflage und jetzt bitte alle die Tonspur runterregeln, wenn ihr Kopfhörer aufhabt. Halt deine Fresse! Ach, was tue ich jemandem weh? Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Und dann würde es nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch wollt ihr nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Sag euch, das wird nie passieren. Ich wollte diese Szene erstmal ein wenig auf euch wirken lassen. Eine der ikonischsten Szenen überhaupt, wenn es um Rainer geht. Er rastet aus, sagt sich aber gleichzeitig, dass er nicht zerbrechen wird und niemand diese Stärke hätte, die er braucht. Dieser Nervenzusammenbruch, und ja, meiner Meinung nach ist das kein Wutanfall, sondern ein Nervenzusammenbruch, ist bezeichnend für die psychische Verfassung von Rainer. Mir kommt bei dieser Szene nun wieder eine Frage in den Sinn. Wieso hört er nicht auf zu streamen? Er redet ja noch weiterhin mit den Zuschauern im Stream, also kann er es nicht vergessen haben. Ich habe da meine persönliche Theorie, die ich euch mal mitteilen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rainer viele Selbstgespräche führt. Er hätte das meiner Meinung nach auch gesagt, wenn die Kamera aus gewesen wäre, nur halt zu sich selber. Wenn jemand so isoliert seit Jahren lebt, so gut wie keine normale Interaktion mit Menschen hat und psychisch nicht in besser Verfassung ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, wäre das auch keine Besonderheit. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass er hier in einigen Passagen mit sich selbst spricht und nicht mit den Zuschauern. Jeder, der sich fragt, warum ich nicht aufhöre, das ist es wert. Aber jeder andere, der so angegriffen wird, du siehst, dass man es kann. Okay, das ist meiner Meinung nach wieder Blödsinn von ihm. Ich glaube ihm, dass er das ernst meint, aber das sind natürlich wieder so Sprüche wie aus einem Fantasy-Spiel, wo der Held die Qual durchstehen muss, um dem Volk zu beweisen, dass er würdig ist. Und das ist für mich ziemlicher Mist. Ein normaler Mensch, der nicht in dieser Märchenwelt lebt, würde etwas ändern an der Situation und zwar zum Guten. Rainer aber sieht das als Prüfung an, was er dann sehr gut mit seiner Theorie des »Ich bin nicht schuld, also muss ich auch nichts ändern« verbindet. Und jetzt nochmal Achtung für die Kopfhörerfraktion. Wir werden mich niemals besiegen! Ihr habt da drauf! Ihr seid nichts! Außer Scheiße! Wenn ich es nicht im Leben schaffe, dann danach. Niemand wird mich je unterkriegen. Existiert überhaupt niemand.
schickt Hunderte, schickt Tausende, schickt Milliarden. Niemals. Wenn ihr mich nicht tötet, werdet ihr mich nie besiegen. Ja! Rennt, ihr Feiglinge! Bevor die Bullen kommen! Ne? Ihr Feigenbastarde! Wir kennen diesen Moment alle, als er seine "Ihr werdet mich niemals besiegen" Rede schwingt. Aber man merkt, dass dieser Wutausbruch sein Ventil ist, um wieder klarzukommen. Das ist natürlich nicht vertretbar oder als Rechtfertigung zu verstehen, nur als Beobachtung, wie Rainer tickt. Nochmal, es erstaunt mich, dass dieses Nervenkostüm von Rainer immer noch die Mär vom unschuldigen Rainer aufrechterhält, der mit seinem Verhalten unschuldig ist und eigentlich der Held in dem ganzen Game ist, der nur durchhalten muss. Rainer, falls du dir das anschauen solltest, geh bitte in psychologische Behandlung, das meine ich ganz, ganz ernst. Wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen, bis auf den letzten, und danach Selbstmord begehen. Ohne uns Menschen wäre die Welt ein viel besserer Ort. Mich löschen? Warum? Du dreckiger Bastard hast doch was gegen mich. Warum löschst du dich nicht? Oder schaust was dir passt, du Arschloch? Hä? Du willst mir was erzählen von wegen, was ich tun soll, weil es dir nicht passt? Komm in real life an, Alter. Ich werde nie was tun, was dir passt, nur weil du es willst. So funktioniert die Welt nicht, du Arschloch. Und so wird sie auch nie funktionieren. Wenn dir was nicht passt, dann ändere dein Leben oder ändere etwas an deinem Verhalten. Auch sehr interessant. Wenn euch was nicht passt, ändert euer Leben. Aber Rainer, dir passt doch alles an deinem Leben nicht. Die Besuche, der Hate, berechtigte Kritik, über die du dich immer wieder aufregst. Und trotzdem änderst du ja nichts an deinem Leben. Du magst es nicht, dass deine Streams so extrem wenig Klicks haben für deine Abonnentenzahl. Trotzdem änderst du nichts an deinen Streams. Du magst es nicht, dass du zu starkes Übergewicht hast. Trotzdem änderst du nichts daran. Nach deinem Satz gerade müsstest du ja alles ändern, wenn es dir nicht passt. Aber das machst du ja auch nicht. Denn in deiner Welt machst du ja keine Fehler und alle anderen sind schuld für deine Probleme. Ich muss mich nicht ändern, wenn dir was nicht passt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr mich mögt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr mich feiert. Ich mache das, was mir passt und was ich für richtig halte. Ich bin ein Winkler. Ich werde es immer bleiben. Ihr werdet mich niemals unterkriegen. Ich bin jetzt eine Willensstärke, die ihr im Leben nicht mehr erreichen werdet. In 10 Leben nicht. Und jeder andere, der gemobbt wird, ich sag euch, kämpft. Gebt niemals auf. Ihr werdet nur deswegen angegriffen, weil andere euch nicht passen. Weil anderen ihr nicht passt. Aber ihr müsst euch nicht zu ändern, nur weil andere euch hassen oder euch auf den Sack gehen oder sonst was. Diese Reden von wegen, ihr werdet mich niemals unterkriegen oder ihr werdet mich niemals besiegen, ist so dieses Wiederaufbauen des Selbstwertgefühls bei Rainer. Er versucht sich nun einzureden, dass er doch was wert ist und doch der Starke in dieser Geschichte ist. Hier ist aber auch noch etwas anderes anzumerken. Er redet sich das Video über ja auch ein. Niemand hätte es so lange geschafft, nur er schafft das. Und das ist in der Psychologie die Idealisierung, also die Selbstwertüberhöhung. Er stellt sich als Ideal hin, weil niemand anderes es geschafft hätte. Und genau dieses Symptom ist auch sehr stark bei Narzissmus oder bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung vorhanden. Negatives gibt es in diesem Moment nicht bei Rainer, sondern er ist für sich das Ideal. Was mich hier schon wieder triggert ist, warum er nun wieder rausgeht. Für mich als rational denkender Mensch eine dumme Idee. Für ihn in dieser Situation, der sehr emotional ist und er dann gerade diese Selbstwertüberhöhung spürt, wahrscheinlich aber ein Grund, nochmal die Konfrontation mit den Besuchern zu suchen. Manchmal wünschte ich, ich würde kiffen. Da wäre die Sache wahrscheinlich einfacher, obwohl Drogen auch keine Lösung sind. Au. Er ist jetzt scheinbar immer noch wütend, aber von seinem Nervenzusammenbruch schon wieder so weit weg, dass er sich nun darauf konzentrieren kann, sich abzulenken. Alexa, schalte Nebel an. Alexa, schalte Nebel an. Wo ist diese scheiß Zange? Ich habe sie gestern hier auf den Tisch gelegt, das weiß ich. Super, ich habe die Zange nehmen wollen, damit ich nicht eingetaut werde. Liebe Shisha, das ist so eine Sauerei erstmal. So, jetzt will ich meine Hände noch abziehen. Kommen noch wieder bessere Zeiten. Muss der Molasse draufhauen? Eigentlich nicht, ne? Mindestens ein paar Tropfen hier. Er hat sich gefangen, ist aber natürlich immer noch innerlich auf 180 und man merkt ihm hier, finde ich, auch noch an, dass wenn nun wieder etwas passieren würde, also zum Beispiel ein Stein durch das Fenster hinter ihm fliegt, es gleich wieder losgehen kann mit dem Geschrei.
aber er versucht sich jetzt abzulenken und diese Situation, die er für sich als Schwäche interpretiert, zu vergessen. Ich hole mir jetzt noch ein Bier. Scheiße, dass ich keine Cola da habe, dann könnt ihr mich heute Abend wenigstens besaufen. Obwohl, 4 Flaschen Bier und eine halbe Flasche Jacky reicht eh nicht. So, und jetzt bist du dran, mein Lieber. Jetzt werden wir den Drachen Feuer und im Arsch machen. Ich heiße nicht nur Drache, weil ich gut meine Gefühle unter Kontrolle habe und stark bin. Ja, also die Gefühle unter Kontrolle würde ich jetzt nicht unterschreiben und ich glaube auch niemand anderes auf dem Planeten. Sondern auch, weil ich gut mit Feuer umgehen kann. Macht sowas bloß nicht nach. Hä? Das ist doch nicht gesichert. Verarsche? Das ist doch nicht gesichert. Ach, das war gar nicht das Album, das war bloß das eine Lied. Besser, wenn ich mich verteidige. Das passt mal wieder. Ich bin der Aggressor, weil ich mich verteidige. So funktioniert das Rechtssystem in Deutschland. Was für eine Scheiße. Die Brande ist jetzt, dass anscheinend angeblich die ganze Zeit eine Zivilstreife schon da war und das Ganze beobachtet hat. Die merken, dass ich das nicht will, die merken, dass ich da mich belästigt fühle und bedroht fühle durch diese Idioten. Aber anstatt, dass sie die einfach wegschicken oder irgendwas machen, beobachten sie das Ganze und zeigen mich hinterher an. Okay, wir waren natürlich nicht vor Ort, aber wenn diese Leute einfach auf der Straße stehen und nur irgendwas rufen wie Herr Winkler, ist das halt keine Straftat. Was soll die Zivilstreife da machen? Damals gab es die Allgemeinverfügung für Altschauerberg ja noch nicht. Daher konnte da jeder rumstehen, wer wollte. Weil ich mich verteidige und weil ich keine andere Wahl mehr habe. So kann man es natürlich auch machen. Man könnte es auch so sehen, hätten die früher was unternommen, hätten die nicht rumschreien brauchen. Aber so sieht man es natürlich nicht, weil ich bin ja der Aggressor. Das deutsche Justizsystem ist echt für den Arsch, Alter, ohne Scheiß. Was soll der Scheißdreck? Da wird das Opfer zum Täter gemacht, weil das Opfer sich verteidigt. Das für eine lächerliche Ansicht von der Weltregierung, Alter. Weltregierung? Lassen wir mal beiseite. Ja, Rainer, das sind halt unsere Gesetze hier in Deutschland. Du wirst angezeigt, wenn du gegen das Gesetz verstößt. Die Besucher werden auch angezeigt, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Allerdings haben damals viele der Besucher nicht gegen das Gesetz verstoßen, weil es keine Allgemeinverfügung gab und die Menschen einfach so auf der Straße stehen durften, wenn sie wollten, solange sie nicht das Grundstück betreten haben. Aber das ist wieder dieses Idealbild von Rainer. Ich mache nichts falsch, die Besucher machen was falsch und wenn die nicht, dann die Zivilstreife und wenn die nicht, dann die Regierung. Brauchen wir uns nicht wundern, dass dauernd Kriege geführt werden. Das ist echt der Witz des Jahrhunderts, Alter. Haben sie mich sogar mal blasen lassen, also an Alkoholtest. Was kam raus? 0,0. Klar kam 0,0 raus, das Zeug hat 2,5 und davon habe ich nicht einmal eine ganze Flasche gesoffen heute. Und heute habe ich auch noch Geburtstag. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es. Ändere dein Leben, damit du so einen Geburtstag nie wieder erlebst, sondern endlich ein Leben in Ruhe führen kannst. Ich beende das Video hier auch mal, es ist glaube ich auch schon lang genug. Mir fällt es tatsächlich immer etwas schwer, sich mit diesen Videos, wo er zusammenbricht, auseinanderzusetzen. Vor allem auf dieser sachlichen Ebene, weil ich ein Mensch bin, der generell niemandem etwas Böses will. Aber man muss sich hier auch wieder einmal ganz klar machen, er ist der Grund für den Hate und er kann auch nur die Lösung für den Hate sein. Ich persönlich wäre am glücklichsten, wenn er sich in psychische Behandlung begibt, wirklich an sich arbeiten würde und endlich mit dem Leben in der Öffentlichkeit aufhört, also auch aufhört, YouTube-Videos oder Streams zu machen. Leider wissen wir alle, dass die Chancen sehr gering sind dafür, weil er das Geld von YouTube jeglicher psychischer Belastung vorzieht. Ich hoffe ganz ehrlich, und das möchte ich hier zum Abschluss dieses Videos auch nochmal ausdrücklich sagen, weil es mir hier wieder klar wurde, wie emotional er ist, dass das Game irgendwann beendet wird, weil er keinen Kanal mehr hat oder von sich aus zu dem Schluss kommt, das Leben in der Öffentlichkeit zu beenden. Und nicht, weil es Tote oder Schwerverletzte gibt, wo wir bei seiner Fahrt auf der Wiese mit dem Ranger schon sehr nah dran waren. Okay, genug geredet. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Meddelt weiterhin viel Liebe für die verlinkten Kanäle in der Videobeschreibung raus und bleibt so, wie ihr seid, denn ihr seid ein geiler Haufen Kasper. Danke und meddelt auf, meine Freunde.